Hallo Leute, zwei Tipps beim Wäschewaschen, die ich leider zu spät gelernt, begriffen, verstanden habe. Zum einen, wenn du Wäsche waschst, ja, und manchmal kommt es vor, dass Wasser aufsteigt in der Waschmaschine, also in der Trommel der Waschmaschine, dass da einfach Wasser, also sagen wir, du bist fertig mit dem Wäschewaschen und du merkst danach, dass Wasser, na, in der Trommel zurückbleibt. Oder dass die Wäsche einfach zum Nass rauskommt. Ja? Und viele wissen da nicht, was die jetzt machen sollen und bestellen professionelle Hilfe, die oft sehr teuer ist. Oder halt tun einfach weiter waschen oder sogar kaufen sich eine neue Waschmaschine. Das alles ist gar nicht nötig. Also Tipp Nummer 1. Jede Waschmaschine hat hier unten ein kleines Fenster. Und schau mal, das öffnest du. Ja, dazu brauchst du so was zum Öffnen. Mit dem Finger geht es leider nicht. Ich nehme immer einen Schlüssel oder so irgendwas Flaches, eine Zange, einen Schraubenzieher. Das öffnest du drinnen. Oder ich zeige es euch einfach. Okay, drinnen ist so ein Schraubgewinde. Ne? Das musst du aufschrauben. Aber Vorsicht, es kommt eine Menge Wasser raus, ja, wenn du das aufschraubst. Und das ist eben dieses Wasser, das für die Verstopfung sorgt. Das ist dieses gefilterte Wasser, ja, das muss raus. Je nachdem, wie oft du Wäsche wäschst, musst du das, ich würde sagen, alle paar Wochen machen. Ja. Wenn nicht, dann steigt das Wasser rauf und du findest das Wasser in der Trommel vor, nach dem Wäschewaschen. Oder die Wäsche kommt zu nass raus. Also, das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, was ich und viele andere oft leider erst zu spät begreifen und viel Kleidung dafür geopfert werden mussten. Lieblingskleidung auch oft. Also, bei Weißwäsche ist es egal, ja. Also, das zum Beispiel ist auch egal. Aber alles, was dunkler ist, alles, was Farbe hat und bei Schwarz erst recht, nach links drehen, ja. Das steht sogar drauf auf dem Etikett, aber keiner liest das Etikett. Zum Beispiel auch dieses Hemd, das habe ich heute neu gekauft. Ihr wisst ja, vor dem ersten Tragen waschen. Und umdrehen, Leute. Alles, was Farben hat, wo du möchtest, dass die Farbe natürlich auch lange erhalten bleibt. Ja? Wenn dir das egal ist, ey, ich trage es. Aber die Farbe geht ziemlich schnell raus. Umso mehr, wenn du dann danach trocknest. Umso mehr. Also bei schwarzen T-Shirts zum Beispiel, ihr wisst ja, ich habe so teure schwarze T-Shirts gekauft, die kosten 30, 50 Euro pro Stück. Dann erst recht, ja, wenn du willst, dass das Schwarze erhalten bleibt, ja, dieses schöne Schwarze, schau dir das mal an. Ja. Du willst ja nicht, dass das bleicht oder grau wird nach 5 Mal waschen. Das geht ziemlich schnell, Leute, vor allem hier am Kragen. Wenn du genau, nimm mal dein T-Shirt her, falls du es in der Vergangenheit nicht so getan hast. Und ich wette mit dir, da entlang des Kragens ja, ist es schon gebleicht, verbleicht. Ja? Also dreh es einfach um, sodass du das Etikett siehst. Schau mal so. Und das machst du bei jedem T-Shirt. Ja? Vor allem bei den teuren, bei den Marken. Das wieder Adidas, 30 Euro. Ja? Und bei den Hosen auch. Schau mal, bei den schwarzen, wenn du willst, dass das Schwarze lange erhalten bleibt. Also Leute, das waren die zwei Tipps.